Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Wenn man mit dem, wo man ist und wo man kann, plötzlich nicht mehr gefragt ist, dann fühlt man sich schnell auf dem Abstellgleis. Grüezi und ganz herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Heute erzählen wir Ihnen Geschichten von Menschen, wo genau das passiert ist. Es geht um Existenzängste, Identität und neue Hoffnung. Der Josh Mitmeister hilft mit seiner Sozialfirma Leben Plus Menschen, die den Weg vom Abstellgleis weg allein nicht mehr schaffen. Und nach ihrer Karriere als Snowboard-Profi hat sich der Alltag von Franzi Meggert total verändert. Heute ist sie Mutter und weit weg vom Weltcup. Der Jürg Stucki hat 28 Jahre in der gleichen Firma gearbeitet und ist in dieser Zeit intern immer wieder aufgestiegen. Aber dann, im September 2016, ist ihm überraschend gekündigt worden. Und plötzlich ist er Mitte 50 und arbeitslos. Obwohl er sich im letzten Jahr über 100 Mal beworben hat, hat einfach keine Tür mehr aufgehen. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich mal 50 bin oder älter bin, finde ich sofort nach einen Job, wo ich bin gut qualifiziert. Ich habe mich immer weitergebildet und ich habe in diesem Sinne auch Erfolg gehabt. Jetzt, als ich aber selber in dieser Situation bin, merke ich, es ist gar nicht so einfach. Auch nach 13 Monaten Arbeitslosigkeit behält Jürg Stucki einen strukturierten Alltag. Dazu gehört jeden Nachmittag einen Spaziergang mit seinem Hund. Dass ich mit dem Hund regelmäßig rausgehe, ganz sicher mal wegen dem Hund. Auf der anderen Seite merke ich halt auch, dass es mir gut tut. Dass ich einmal in der frischen Luft bin, in der Natur draussen. Wenn ich hier an der Aare unterwegs bin, habe ich immer meine Stöpsel normalerweise in den Ohren innen und höre entweder eine Predigt oder ich höre aus der Bibel. Und das tut mir gut. Im Alter von 25 Jahren hat Jürg Stucki als Personalberater in einer Stellenvermittlungsfirma angefangen. Dank mehreren Weiterbildungen übernimmt er immer anspruchsvollere Positionen und seine Verantwortung in der Firma wächst. Wenn ich mich zurückerinnere, 28 Jahre in der gleichen Firma, denke ich, das kann ja nicht sein, das ist ja mehr als halbe Leben. Aber spannender war es, es war immer wieder anders. Als Personalberater angefangen, viele Auleiter, die in die Schulung gewechselt. Von dem her kann ich sagen, dass seit 2000 habe ich alle Leute mal irgendwann mal bei mir im Kurs hatte. Durch das, dass ich 28 Jahre in der gleichen Firma war, habe ich auch relativ viel gewusst über Prozesse, über Abläufe, über Interns, wo man Sachen findet. Und die Leute haben mich auch immer fragen, wenn sie etwas wissen wollten. Und das habe ich geliebt. Es motiviert mich, meine Leute zu unterstützen und ihnen dann das Rüstzeug geben, dass sie erfolgreich arbeiten können. Da Jürg stellenlos ist, hat er auch öfter mal Zeit, das Abendessen für die Familie zuzubereiten. Als 2012 die Inhaberin des Unternehmens verstirbt, verändert sich die Atmosphäre innerhalb der Firma zunehmend. CEOs und HR-Chefs kommen und gehen und die Umstrukturierung nimmt ihren Lauf. Es kam ein neuer HR-Leiter und fand, die Schulung ist nicht gut, so wie sie läuft, obwohl sie super funktioniert hat. Und alles musste anders werden. Ich wurde zurückgestuft, dass ich die Leiter der Schulung abgeben musste, weil ich eine Bilenk war. Es hat natürlich noch Sinn gemacht, dass das jemand ist, der Bilenk ist. Ist aber auch jemand gekommen, der zwar Bilenk war, der Verkaufsleiter war und auch gute Ausbildung hatte, aber nicht aus unserer Branche. Es folgen weitere Wechsel in der Chefetage und neue Strategien werden ausprobiert. Auch Jürg wird eine neue Stelle angeboten. Doch als er zum Treffen geht, um die Neuerung zu besprechen, eröffnen sie ihm: Das tut uns leid, aus dem wird nichts. Wir haben dir jetzt entweder eine Änderungskündigung, die du akzeptieren kannst, oder du musst gehen. Die Änderungskündigung hat in dem Sinne so ausgesehen, dass ich zurückgestuft wurde, dass ich wieder eine Filiale übernehmen durfte. Ich hatte massiv weniger Lohn, dass ich all das, was ich gerne gemacht hätte, also Coaching, Unterstützung und Schulung, hätte ich gar nicht mehr machen dürfen. Und es wären auch Filialen, die wären im Moment noch besetzt gewesen. Also habe ich gedacht, nein, ich will nicht, wenn sie den Filialleiter wollen können, nicht wegen mir. Da er sich dagegen entscheidet, die Filiale zu übernehmen, wird Jürg im September 2016 entlassen. Ich bin dann echt mit der Wut heim. Ja, also ich war wütend gewesen. Nicht nur enttäuscht, sondern einfach wütend. Nicht unbedingt über die Firma, sondern wütend einfach über mich, dass ich irgendwie so blauäugig war, dass ich gefunden habe, es kommt gut. Und das hat mich mal ein bisschen aufgeregt.
bisschen, es hat mich ziemlich aufgeregt, ja. Doch es kommt noch schlimmer. Kurz nach der Kündigung bei einem regulären Arztbesuch wird bei Jörg Stucki eine Biopsie veranlasst. Der Arzt stellt die Diagnose Prostatakrebs. Das war ein Schlag und ein Schock, ja, weil ich meine Mami schon verloren mit Krebs. Sie hatte Lungenkrebs. Und das ist schon ein Moment, wo man sich Fragen stellt. Aber man muss einfach aufpassen, dass man sich hier nicht einfach lockieren lässt, sondern einfach zusammen im Gebet mit dem Jörg, dass man das einfach vor Gott können bringen und Kraft schöpfen. Die Diagnose Krebs ist zuerst schon mal ein Schock. Ich war nicht in Starrung, aber jetzt auch das noch. Merci vielmals. Was hat jetzt auch noch gebraucht, nachdem dass man schon den Job verloren hat? Aber Existenzängste hatte ich so eigentlich nie gehabt, wo ich gewusst habe, ich habe einen grossartigen Gott. Er wird für mich schauen. Und wenn er nicht für mich schaut, schaut er ganz sicher für die Familie. Also darum haben wir dort eigentlich gar nie Sorgen gemacht. Heute besucht Jörg Stucki seinen 81-jährigen Vater in der Hirslanden-Klinik in Aarau. Das Positive, also Stellenlosigkeit ist, du hast einfach halt mehr Zeit durch den Tag. Und ich konnte die Gelegenheit nutzen, ihn wirklich fast alle Tage zu besuchen. Das war für mich eine Zeit, die ja, uns mehr verbunden hat. Also ich habe jetzt selten so eine innige Verbundenheit gespürt mit meinem Vater, wie jetzt in den letzten paar Tagen. Und das war total schön. Jürgs Krebsdiagnose fällt damals in seine Kündigungsfrist. Aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums muss er bald operiert werden. Ich hatte nie Angst, weil ich einen guten Urolog habe. Krebs ist oftmals gerade so quasi, das ist jetzt ein Todesurteil. Aber der Herr Cantini hat das auch gut erklären können. Man kann gut behandeln, vor allem wenn man es rechtzeitig rausnimmt. Und dann dachte ich, das kommt gut. Die Operation verläuft problemlos und es ist keine Chemotherapie nötig. Trotzdem hat diese Zeit einen bitteren Nachgeschmack. Denn von der Personalabteilung der Firma erhält Jörg offiziell keine Unterstützung. Ich bin ziemlich allein gelassen worden. Also es hat sich bei mir niemand gemeldet, Jörg, wie geht es bei dir jetzt weiter, was machst du nachher, dann können wir dich auf irgendeine Art unterstützen. Da ist nichts gekommen. Ich habe nicht Hilfe erwartet. Nur einfach schon irgendeine Anteilnahme, so wie geht es dir in dieser Situation. Das hat ja schon gelangt. Aber wenn dann irgendwie das gar nicht kommt, das hat mich getroffen. Ich rede jetzt einfach eben nicht von den Kollegen, dort habe ich Anteilnahme erfahren. Also tschüss. Vom HR hat eh mehr erwartet, gerade in einer Firma ist, wo man sich HR nennt. Und früher haben wir das Slogan gehabt, Hochleistung und Menschlichkeit. Menschlichkeit ist irgendwann auf der Strecke geblieben. Und dann ist Jörg Stucki stellenlos, auf die Straße gesetzt. Selbstmitleid und Opfer sein, das kann ich gar nicht zulassen, weil ich gedacht habe, eben, nein, das bin ich nicht. Weil die Vergangenheit ist jetzt geschehen, die kann ich nicht korrigieren. Ja. Ich kann daraus lernen und ich kann in der Gegenwart oder für die Zukunft kann ich dann etwas anderes gestalten. Und jetzt muss ich voranschauen. Seit Beginn der Arbeitslosigkeit geht Jörg jeden Morgen ins Personalberatungsbüro Adalta, um dort zu arbeiten. Einerseits erledigt Jörg da seine Stellenbewerbungen und andererseits unterstützt er den Geschäftsführer mit seiner Erfahrung in Coaching und Stellenvermittlung. Das, was ich hier gemacht habe, das war unentgeltlich. Aber ich hatte so eine Tagesstruktur, wo ich auf den Morgen gekommen bin, morgen zum Haus raus, ich bin hierher gekommen und im Prinzip wie ich normal wäre, arbeiten. Ich weiss nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich zu Hause gewesen wäre. Weil wenn du plötzlich nur zu Hause bist, fällt der Deckel plötzlich schon an zu drücken. Die Auflage vom RAF ist, dass Jörg sich monatlich mindestens 6-mal bewirbt. In der Regel verschickt er aber zwischen 8 bis 12 Bewerbungen pro Monat. Konkrete Stellenbewerbungen habe ich etwa an die 120 gemacht. Das sind konkret auf Stellenbewerbungen auf Stelleninserat. Und dann habe ich sicher etwa noch 30 bis 50 Blindbewerbungen gemacht. Trotzdem wurde Jörg bisher erst 2-mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das Arbeitsamt zahlt nur noch bis August. Die Option, dass ich gar nicht finden würde, der Gedanke, hatte ich sicher auch schon gehabt, aber irgendwie nicht, dass ich ihn verdrängen will, sondern eben, ich richte mich auf das aus, dass ich etwas finde. Ich weiss, das Gleis führt weiter. Irgendwann kommt vielleicht irgendeine Weiche, aber ich glaube einfach daran, dass es möglich ist. Die Ungewissheit ist in dem Sinne Schwierigkeit im Ganzen. Und wenn ich anfange nachzudenken, wie wird die Zukunft sein oder was wird werden, manchmal kommst du in Zweifel hinein. Aber wenn ich merke, dass du verzweifeln, dann muss ich sagen, nein, Jörg, sind dir das zurück,
die Gott dir verheißen hat. Besinn dir das zurück, dass er einen guten Plan hat für dich. Und das hilft mir immer wieder raus. Zwei Wochen nach unseren Aufnahmen hat Jürg Stucki eine neue Stelle gefunden. Wir freuen uns mit ihm und gratulieren herzlich. Franzi Meggert hat im Snowboard an den Weltmeisterschaften zweimal eine Medaille geholt. 2007 ist sie im Parallelslalom auf den dritten Platz gefahren und zwei Jahre später hat sie sogar für Gold gelangt. Viele hatten grosse Hoffnung in sie und darum war es überraschend, wo sie 2012 zurückgetreten ist vom Profisport. So kennt man Franzi Meggert Kohli. Mit Helm und Board brettert sie den Steilhang hinunter. Hier an der WM in Arosa gewinnt sie die Bronzemedaille in der Disziplin Parallel-Riesenslalom. Neben ihrem Weltmeistertitel 2009 feierte sie auch 21 Podiumsplätze im Weltcup. Vor 6 Jahren hat Franzi Meggert Kohli ihre Snowboard-Karriere an den Nagel gehängt. Mittlerweile ist sie Mutter von 2 Kindern. Es ist eine ganz andere Welt. Es hat zwar auch viele emotionelle Momente und Zeiten, in denen ich mehr gefordert bin als Zeiten, in denen ich weniger gefordert bin. Das war im Sport auch so. Aber man kann es irgendwie nicht so ganz vergleichen. Es dreht sich nicht mehr um mich jetzt. Es dreht sich wirklich vor allem in erster Linie mal um die Kinder. Bevor Franzi Meggert Snowboard-Profi wurde, machte sie neben dem Training eine Lehre als Pharmaassistentin. Ja, den Berufsalltag kennt. Ich wusste, wie es am Morgen um 6 Uhr auf und bügeln auf irgendwie um 7 Uhr heimkam. Und ich habe auch das Sportlerleben kennt. Ich habe wirklich beide Seiten lernen können. Und darum war es für mich auch nicht ganz neu gewesen, weg vom Sport. Es sind vor allem 2 Dinge, die Franzi aus der Zeit als Snowboard-Profi fehlen. Die anderen Athleten, die ich Beziehungen aufgebaut habe, die fehlen mir in erster Linie. Und einfach die Bewegung, einfach das Training und die Wettkämpfe, das fehlt mir schon manchmal. Wirklich, manchmal denke ich, jetzt möchte ich wieder ein bisschen mehr mich bewegen können. 2012, 2 Jahre vor Olympia in Sotschi, kommt Franzi Meggerts Rücktritt für viele überraschend. Auch sie selbst hatte sich das damals nicht so gedacht. Ich bin so ein bisschen stagniert und habe einfach gemerkt, wenn ich Sotschi die Angriffe nehmen will, dann muss einfach eine Veränderung kommen. Auch im Team, ich muss ein neues Umfeld haben, einen neuen Trainer. Ich habe das auch mit ihm besprochen, er war überhaupt nicht irgendwie eingeschnappt oder so. Und er hat es auch verstanden. Franzi plant, ein Privatteam mit neuem Trainer zusammenzustellen. Bei einem Treffen mit dem Verband Swiss Ski, den Sponsoren und dem bisherigen Trainer stellt sie ihre Pläne vor. Sie haben all mein Anliegen verstanden, aber es hat mich niemand unterstützt. Einerseits das Verständnis, andererseits schaue selber. Und das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen an dieser ganzen Geschichte eigentlich hat mögen. Ich habe gemerkt, okay, es ist auch ein bisschen gleich, wenn ich jetzt aufhöre. Da habe ich mich schon ein bisschen auf dem Abstellgleis gefühlt. Also, dass das irgendwie nicht möglich war, dass man dort einfach ein bisschen finanziellen Zustupf bekommen und einfach ein bisschen mehr Support. Das hat mich mögen, ja. Nachdem die Sponsoren die finanzielle Unterstützung nicht erhöhen wollen, sucht Franzi nach weiteren Sponsoren. Sie muss sich jedoch ein Zeitlimit setzen. Als ich dann gemerkt habe, nein, es kommt nicht zustande. Und wenn ich jetzt noch weiter suche, bin ich weit zu spät mit der ganzen Saisonvorbereitung und Planung, Organisation. Ja, ist der Moment gekommen, wo ich eben sagen musste, jetzt ist es vorbei. Ich kann wirklich sagen, ich bin nicht in ein Loch gefallen nach diesem Rücktritt. Wenn du in deinem Herz wirklich weisst, du bist echt wertvoll, egal was du für Leistung bringst, egal was du machst. Jeder ist einfach grundsätzlich wertvoll. Gott macht ihn ja wertvoll. Und wenn du das glaubst und weisst, es ist so, dann gibt dir das ein ganz anderes Fundament, als wenn du wirklich von deinen Leistungen bestimmen lässt. Und Jesus füllt mein Leben aus, hat er
dann gemacht und das macht er auch jetzt nach dem Sport. Ihren Rücktritt bereut Franzi nicht. Aber manchmal empfindet sie Wehmut. Klar hat es Momente gegeben, wo es mich einfach hart hat. Besonders natürlich dann an den Olympischen Spielen in Sochi. Ich habe das Rennen am Fernsehen mitverfolgt und es war so eine geniale Piste. Und ich glaube, die Piste wären mir auch entgegengekommen. Und das ist mir schon nahe gegangen, sicher. An zwei Tagen in der Woche schauen Franzis Ehemann oder die Großeltern zu den Kindern. In dieser Zeit arbeitet Franzi bei SRS Pro Sportler, einer Non-Profit-Organisation, die Athleten in allen Leistungsstufen ganzheitlich fördert. Es geht eben mehr als nur um einen Sportler, der am Tag X das Resultat bringt, sondern es geht um einen Mensch. Und den als Ganzes zu sehen, so wie eben Gott auch sieht. Von dieser Grundhaltung aus arbeiten wir. Und ja, das finde ich genial. Heute arbeitet Manuela mit ihr im Büro. Das Team von SRS besteht aus 6 Angestellten und vielen Freiwilligen. Das Hauptbüro von SRS Deutschschweiz befindet sich in Steffisburg bei Thun. Dass ich hier bei SRS arbeiten darf, ist für mich ein Privileg. Weil nach dem Rücktritt vom Snowboard habe ich mir gewünscht, ich möchte irgendwo am Nord arbeiten, wo ich mit Sportlern weiter zu tun habe. Aber auch etwas, das einfach von Gott gesegnet ist. Und ich habe beides. Franzi ist für die Organisation der Sportler-Gottesdienste zuständig, die 6-mal im Jahr stattfinden. Außerdem leitet sie einen Sportler-Gesprächstreff und arbeitet als Mentorin für Athleten. Wir führen echt Gespräche mit den Sportlern. Manchmal gibt es, dass wir sie an Wettkampf betreuen. Wir machen auch mit einer ganz praktischen Übungen, zum Beispiel eine Methode in der Psychologie ist zu visualisieren. Oder eine Entspannungsmethode ist PMR, progressive Muskelrelaxation. Das sind auch so Sachen, die man ganz praktisch kann anwenden und üben mit den Athleten. Neben ihrer Arbeit bei SRS führt Franzi Meggert das Kalifit in Steffisburg. Das ist ein Group Fitness mit verschiedenen Kursen. Mein Leben ist abwechslungsreich. Einerseits habe ich wirklich eine wunderbare Familie geschenkt bekommen. Also, das ist schon nicht vergleichbar mit sportlichen Erfolgen. Ich bin bei SRS angestellt worden und konnte meine Ideen verwirklichen hier im Kalifit. Ich habe das Snowboarden auf eine Art loslassen müssen. Mein Plan wäre anders gewesen, aber mein Motto, was ich schon lange eigentlich habe, ist, gib jedem Tag die Chance, der Schönste in deinem Leben zu werden. Zuversichtlich in etwas Neues hineingehen, das Alte loszulassen. Es bringt nichts, dem Alten nachher zu trauern, sondern im Hier und Jetzt zu leben. Doch die Liebe zum Snowboardsport wird Franzi wohl nie ganz verlieren. Im März 2018 findet ein Snowboard-Weltcup in der Schweiz statt. Gemeinsam mit ehemaligen Athleten aus ihrem Team fährt Franzi hin. Das Snowboard ist einfach ein Teil von mir. Und das wird immer bleiben. Und ich will irgendwie nicht ganz einfach aus meinem Leben wegdenken. Ich interessiere mich gerne noch, was da so läuft. Und die ein bisschen anführen und zusammen wieder ein bisschen über alte Zeiten reden. Das wird sicher cool. Ein Arbeitsplatz ist häufig auch ein Platz in der Gesellschaft. Darum ist es am Josh Mitmeister wichtig, Menschen können zu helfen, vom Abstellgleis wegzukommen und sich beruflich wieder einzugliedern. Vor 8 Jahren hat der Sozialpädagoge seinen langjährigen Job aufgegeben und die Sozialfirma Leben Plus gegründet. Morgens um 7:30 in St. Gallen. In der Zentrale von Leben Plus bereiten sich die Angestellten für ihre Einsätze vor. Das sind Leute, die vom Sozialamt kommen, die von der IV kommen. Das sind Leute auf dem RAF, die bei uns Einsatz haben. Und die werden dann verteilt in die verschiedenen Gruppen. Die wissen, ich habe eine Räumung, oder ich habe einen Umzug oder ich habe eine Reinigung. Leben Plus bietet Dienstleistungen wie Räumungen und Hauswartsaufträge aller Art an. Joe Schmidtmeister ist Gründer und Geschäftsführer der Sozialfirma. Menschen ohne Arbeit werden hier im Tagelohn beschäftigt. Das
Ziel ist für die, die schon geschafft haben, dass sie ihre Arbeitskraft oder ihre Gaben können weiter einsetzen und mehr Zeit bekommen, um Bewerbungen zu schreiben. Ein anderes Ziel für Menschen in der Migration, die noch nie geschafft haben, dass wir wie eine Plattform sind, für sie eine Chance bietet, damit sie überhaupt auch in der Schweiz Fuß fassen können auf dem Arbeitsmarkt. So vielen wie möglich möchte Joe Schmidtmeister zu einer Festanstellung verhelfen. Die Verzweiflung erlebt der 59-Jährige hautnah mit. Die Leute, die sehnen sich wirklich nach Arbeit. Ich habe Leute, die sind eigentlich brüllend und fragen, haben wir nicht Arbeit? Und für sie ist Arbeit wirklich ein grosser Stellenwert. Arbeit bedeutet Verdienst, Arbeit bedeutet, ich habe einen sozialen Status. Vor 8 Jahren hat Joe Schmidtmeister Labe Plus gegründet. Getragen wird das Projekt von der Stiftung Bild. Inzwischen sind monatlich bis zu 30 Taglöhner für ihn in St. Gallen unterwegs. Zu Beginn wusste er nicht, worauf er sich einlässt. Der Sozialpädagoge arbeitete 20 Jahre lang in einem Sonderschulheim. Ich arbeite gerne mit Menschen, aber ich habe gemerkt, dass ich vom Alter her einfach mit Kindern und Jugendlichen, dass die Zeit irgendwie wie vorbei ist. Joe Schmidtmeister ist gläubiger Christ. In dieser Zeit des Umbruchs stößt er immer wieder auf die gleiche Bibelstelle. Von Petrus, der auf dem Boot war mit den anderen Jüngern. Sie in den Sturm hineingekommen und Jesus ist ihnen dann auf dem See entgegengekommen. Und der Petrus hat gesagt, Herr, wenn es du bist, dann ruf mich aufs Wasser. Und er hat gerufen und er ist aufs Wasser gegangen. Er hat das Boot verloren. Der vierfache Familienvater sieht dies als Zeichen, selbst zu neuen Ufern aufzubrechen. Als ein befreundeter Pfarrer ihn auf die vielen Arbeitslosen aufmerksam macht, ruft Joe Labe Plus ins Leben. Das hat mich sehr viel Mut gekostet, ja. Und ich wüsste nicht, ob ich das geschafft hat ohne Gott in meinem Rücken. Ich habe einfach von Gott her auch Gewissheit bekommen in diesem Prozess, dass das ein Weg ist für mich, wo ich mich drin haben will. Vom Sozialpädagogen wird er zum Unternehmer. Für mich ist immer ein Highlight, wenn Leute eine feste Anstellung bekommen. Da hat sich das schon gelohnt. Dann machst du einfach schöne, gerade Bewegungen. Einige Kilometer entfernt steht gerade ein Hauswartungsteam im Einsatz. So. Bereichsleiter Reto Kühni führt einen neuen Mitarbeiter ein. Ja, genau, schön. Gerade Bewegung nach unten. Super. Mit dabei ist auch Estefanos Salizi. Der Eritreer ist seit 2007 in der Schweiz. Seine Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden, waren gering. Ungefähr über 100 Bewerbungen habe ich geschickt. Aber habe ich keine Chance. Dann habe ich mit meiner Beraterin habe ich gesprochen. Ja, ich finde nicht, weil ich ein bisschen alt bin. Aber wenn ich probiere, ich kann, mache alles. Estefanos ist mit seiner Frau und Kindern in die Schweiz geflüchtet. Dass er lange Zeit keine Stelle gefunden hatte, belastete den Familienvater. Ja, ich liebe Arbeit. Wenn man es ist erwachsen ist, es, was macht die immer zu Hause oder so? Das, ja. Arbeit ist Leben. Für mich ist Leben. Seit 1,5 Jahren ist er weg vom Sozialamt. Jetzt ich bin 59 Jahre. Bis Rente. Ich will gesund bleiben bei dieser Firma bis Ende Arbeit. Zurück im Büro. Joe Schmidtmeister erledigt administrative Aufgaben. Dazu gehören Abklärungen mit dem RAF, dem Sozialamt und mit möglichen Auftraggebern. Die Sozialfirma soll finanziell selbsttragend sein und muss wirtschaftlichen und qualitativen Ansprüchen genügen. Doch Joe ist sich bewusst, dass viele der Taglöhner schon einen langen Leidensweg hinter sich haben. Sie sollen ein Arbeitsklima vorfinden,
die von diesen christlichen Werten geprägt ist. Das heisst, dass wir sehr respektvoll miteinander umgehen, dass man ja, friedliebend ist, dass man einander unterstützt und fördert. Das sollen sie kennenlernen. Um sie auf dem Weg aus der Arbeitslosigkeit zu unterstützen, bietet LabePlus auch ein Jobcoaching an. Peter Rürk hilft den Taglöhnern bei den Bewerbungsverfahren. Häufig trifft er auf sprachliche Hürden. Meistens sind das unfertige Lebensläufe oder gar keine Lebensläufe. Teilweise Zeugnisse, die unfertig sind, teilweise haben sie Zwischenzeugnisse, die gar keine richtigen Zeugnisse sind. Und so. Dann das Zeug alles mal anschauen und mal ein bisschen kurzer mal schauen, was überhaupt der Bedarf ist. Ist das etwas, was dir gefällt vom Schauen? Oder bist du nicht draußen? Ja, ja. Du bist das immer drinnen, oder? Ja. Man merkt schon, dass sie sehr dankbar sind, dass man sie überhaupt mal ernst nimmt. Und ich hatte zwei, drei ganz tolle Situationen gehabt, vor allem Frauen auch, die dann gesagt haben, sie hätten das erste Mal das Gefühl, dass man sie akzeptiere oder dass man quasi wirklich da will sie und ihnen helfen. Auch fast alle der Festangestellten von LabePlus haben Erfahrung mit Arbeitslosigkeit gemacht. Caroline Dragic arbeitet als Sachbearbeiterin. Aufgrund einer Krankheit war sie zuvor 6 Jahre lang arbeitslos. Ich hatte einfach keine Struktur mehr im Alltag, weil ich 2 Kinder habe, aber sie sind auch mittlerweile erwachsen. Ich brauche auch den Kontakt. Das Alltägliche müssen gehen, mich richten und mit den Leuten Kontakt. Und es bringt halt immer wieder etwas Neues. Jahrelang hatte Caroline eine gute Stelle beim Kanton. Die Folgen der Arbeitslosigkeit lasten schwer auf ihr. Ich habe auch psychische Probleme bekommen. Sobald ich den Job hatte, ist es natürlich wieder aufwärts gegangen. Weil, ja, da zweifelt man vielfach an sich selber. Ja. Es ist nicht so einfach. Um 16 Uhr kehren die ersten Trupps zurück. Ich weiss, dass die Menschen froh sind, glücklich sind, dass sie einen Tag arbeiten können. Und ich freue mich auch, dass sie Kundenkontakt haben, dass sie raus in die Stadt und ihren Dienst, ihren Auftrag wahrnehmen können. Zurzeit ist Joe Schmidtmeister mit LabePlus auf der Suche nach einem neuen Gebäude. Auf dem Abstellgleis ist er überzeugt, müsse niemand bleiben. Auf keinen Fall. Ich glaube, es braucht Initiativen auch von den Firmen um uns herum, dass sie so Leute testen, so Leute eine Chance geben, eine Möglichkeit geben. Und ich glaube, jeder hat Gaben, Fähigkeiten, jedem schlummert gute Sachen, die er einsetzen kann. Stillgelegte Gleise bieten neue Chancen. Das haben sich auch die Initianten vom Schienenvelo gesagt. Sie haben an einer alten Bahnstrecke bei Laupen kreativ neues Leben eingehaucht. Und so kann man heute als Familie oder als kleine Gruppe auf diesen Gleis pedalen. Wenn Sie das mal möchten erleben, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb und gewinnen Sie einen von 5 Gutscheinen zum Schienenvelofahren für 4 Personen. Beantworten Sie einfach folgende Frage richtig bis am nächsten Donnerstag. In welcher Sportart ist Franzi Megert Weltmeisterin geworden? Nächste Woche trifft Rudi Josoran einen der letzten Holocaust-Überlebenden, der in der Schweiz wohnt. Und in 2 Wochen begrüße ich Sie wieder, dann mit Geschichten, die nicht ganz verheben. Nichts als Lügen ist dann unser Thema. Das wär's gsi für heute. Schön sind Sie dabei gewesen und hoffentlich bis bald. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.